Schaut mal, ich habe 5 Dias von der Höhle da unten bekommen. Das ist richtig cool. Und jetzt will ich nach Hause gehen und werde die verstecken. Weil, oh, was will der Doofkopf? Brixi, hey! Wo warst du? Ich war nirgendwo. Genau. Warum? Was ist los, Brixi? Rede nicht so viel. Komm mit schnell. Ich muss dir was zeigen. Rede nicht so viel. Seit wann verbietest du mir zu reden, Brixi? Oh Mann, komm jetzt endlich mit. Wir müssen zum Spieli. Zum Spieli? Ich will aber heute nicht spielen. Soll ich dir was verraten? Ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Mhm. Oh, Leute, habt ihr das gehört? Brixi hat eine richtig coole Überraschung von mir. Hey, warte, Brixi. Ich will die Überraschung sehen. Warte doch. Kannst du mir einen kleinen Hinweis geben? Okay, es ist grün. Es ist ein Frosch. Nein. Hä? Es ist... Es ist schleimig. Slimig? Ich will aber keinen Slime haben, du Doofkopf. Erzähl mir lieber was Cooles. Wartet Tada, mal. Tada! Slimy das ist zurück! Doch, das ist Slimy, hey! Hey, Brixi und Jimmy, was geht? Wo kommst du denn her? Boah, ich hab dich schon ewig lang nicht mehr hier gesehen. Ja, ich hab euch auch vermisst. Slimy! Slimy! Das letzte Mal, wo ich dich gesehen habe, war ich riesig groß. Das war richtig lustig. Stimmt, du bist klein geworden. Ja, ist egal. Sag mal, wie kommst du wieder hierher? Und das ist eine lange Geschichte und ich möchte ungern darüber reden, also... Oh, ich glaube, der hat ein Geheimnis, Brixi. Ist egal, er ist Hauptsache wieder da. Yippie, Slimy ist wieder da, Leute. Dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Like da lassen. Wenn ihr Slimy noch kennt, müsst ihr ein grünes Herz in die Kommentare schreiben. Er kennt bestimmt euch auch noch. Kennst du meine ganzen Zuschauer noch? Na klar, kenne ich alle. Richtig cool. Wollen wir Fangen spielen? Okay, du bist... Brixi ist... Oh, Mann, wer ist denn jetzt? Ich glaube, Brixi ist, oder? Nein, ich bleib stehen, Brixi. Kriegst mich nicht, haha. Krieg dich. Ah, dann krieg ich halt eben Slimy. Nee, ich lauf weg. Hey, du darfst nicht weglaufen, das ist nicht erlaubt. Der Doofkopf. Leute? Ja? Ich habe eine Frage, warum ist hier ein orangenes Auto? Keine Ahnung, hier war so ein orangener Typ. Hä, wie ein orangener Typ? Das ist meine Farbe. Wer von euch will mir hier einen Prank auftischen, hä? Warum sollte ich dich pranken? Ich mag die Farbe sowieso nicht. Oh, du Blödmann, nimm das sofort zurück. Slimy, warst du das? Ich habe sowieso noch eigentlich was zu tun. Ich bin dann wieder zu Hause, ja? Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, wir hören uns. Tschüss, Slimy. Okay, tschüss, Slimy, mein allerbester Freund. So gut, dass du, wie mein Bruder bist. Hä? Hey, Brixi, sowas hast du nie zu mir gesagt, du Doofkopf. Du bist voll gemein. Slimy ist auch mein Bruder. Bleib mal stehen, Brixi. Ich habe eine Frage. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass hier irgendwas gleich passiert. Weil schau mal, da ist ein orangenes Auto. Und wenn da ein orangenes Auto ist, dann muss auch jemand sein, der orange ist, oder nicht? Ja, da war so ein... Ich habe ihn nicht richtig erkannt. Wie? Aber der war auch orange. Und er hat sich im Shop einen Dyson-Ventilator gekauft. Nein, das ist Blödsinn, das geht gar nicht. Und außerdem sind die voll schlecht. Und weißt du was, Brixi? Ich sag dir ehrlich, ich werde das Auto einfach kapern. Das ist ab jetzt mein Auto. Ganz einfach. Aber das ist ein Diebstahl. Mir doch egal, das Auto sieht cool aus. Und jeder, der die Farbe orange hat, das gehört mir. Eigentum von Jimmy. Verstanden, Brixi? Okay. Also, wir sehen uns später, Brixi. Tschüss. Tschüss, Jimmy, mein allerbester zweiter Freund. Mann, nimm das zurück. Auf jeden Fall, Leute, habt ihr es gesehen? Slimy ist wieder da. Oh, richtig cool. Aber wem könnte dieses orangene Auto gehören? Das müssen wir herausfinden, Leute. Aber das könnte richtig schwierig werden, das herauszufinden. Aber ich brauche eure Hilfe. Das heißt, wenn hier irgendjemand einen orangenen seht, außer mich natürlich, dann müsst ihr das in die Kommentare... In die Kommentare schreiben. Hey, das bin ja ich. Das ist einfach ein Spiegelbild von mir. Seit wann haben wir einen Spiegel in der Stadt? Das wusste ich gar nicht. Aua, ich hab gar nicht gehauen, Leute. Kann das sein, dass ich mich selber gehauen habe? Hey, warte mal. Hey, du Blödmann, wer bist du? Wer bist du? Ich bin Jimmy und warte mal, du siehst genauso aus wie ich. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin Jimmy. Hä? Leute, wer zum Teufel ist Jimmy? Ich kenne nur Jimmy. Ich bin der große Bruder. Nein, der kleine Bruder von Lumi. Hä, nee, Leute, wer ist denn dieser Jimmy? Hä? Du Blödmann, du machst mir nach, hey! Du Blödmann! Brixi, wenn das irgendeine Erfindung von dir wieder ist, dann sag das jetzt, das ist nicht witzig! Wer ist Brixi? Mein bester Freund heißt Brixi! Brixi ist der, der im gelben Haus da wohnt, den kennst du doch!
Gelbes Haus? Nein. Warte, Craxy mal. Ist orange. Heißt das etwa, dass du, dass das Auto dir gehört, du Bluffmann? Das ist dein Auto? Ja, das ist mein Auto. Oh. Das ist das Jimbymobil. Kannst du mir das schenken? Wie alt bist du? Ich bin 5. Ja, ich... Nee, das ist mein Auto. Steig ein. Okay, Leute. Irgendwie kommt der Typ mir bekannt vor, aber wer könnte das sein? Ich meine, der sieht genauso aus wie mein Zwillingsbruder. Aber ich weiß nicht, ob ich einen Zwillingsbruder habe. Wir haben bestimmt ganz unterschiedliche Eltern. Hä, wohin fährst du? Das ist Brixies Bereich hier. Hier wohnt hier dein bester Freund? Ja, das ist Brixy und der ist da drin. Brixy, mach die Tür auf, los schnell, ich muss dir was zeigen. Was ist denn, Jimmy? Brixy, wohin willst du denn? Brixy, bleib mal hier. Hier bin ich. Da war doch gerade noch einer. Wie dem auch sei. Tut mir leid. Guck mal, Brixy, ich hab einen neuen besten Freund und der heißt Jimbly. Oder Jimby heißt der. Und der sieht genauso aus wie ich. Haha. Du träumst mal wieder, wo Nein, denn? Ich träum nicht, der muss hier irgendwo sein. Hä? Der ist doch gerade noch hier gewesen. Mann. Oh Mann, Tim, ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Ich mach kein Spielchen, du Doofkopf. Wie bin ich denn sonst hierher gekommen mit dem orangenen Auto? Ich bin nicht mehr hergefahren, du Doofkopf. Und wer dann? Das war Jimby. Ich glaube, das war mein Zwillingsbruder. Ich wusste nicht mal, dass ich einen habe. Simi, es wird dunkel. Ich bin müde. Na tschüss. Schön, dann gehe ich eben schlafen. Freunde, ich hoffe, dass wir morgen wieder unseren Zwillingsbruder Jimby sehen. Vielleicht können wir zusammen mit ihm Fortnite spielen. Das wird richtig lustig. Aber jetzt bin ich richtig müde, Leute. Ich sollte mich schlafen legen. So, hey, ich muss Jimmy. Nur noch die Tür zumachen. Hey, wer hat denn meinen Namen da wieder gerufen? Hey! Was Jimmy, du Blödmann! Ich hab das genau gesehen! Hä? Warum zündest du mein Haus an? Was redest du da, du Doofkopf? Blödmann! Hey, auf damit! Ich werde dein Haus in die Luft jagen! Nein, mein Haus brennt! Wie dein Haus brennt? Wieso brennt dein Haus? Brixy, bleib stehen! Was ist denn passiert? Du hast es doch angezündet! Ich hab's genau gesehen! Nein, ich hab gar nichts gemacht! Ehrlich, Brixy, du musst mir vertrauen! Ich war das nicht! Das Feuer muss weg! Nein, Brixy, ich helf dir, das zu löschen! Du brauchst mir nicht helfen! Du hast das angezündet! Nein, ich war das nicht! Hier, ich hab alles sauber und gut gemacht. Wer war das denn? Du warst das. Ich hab dich genau gesehen. Hast du Beweise dafür, du Doofkopf? Ich glaube, du willst mir nur was auftischen. Ich brauch keine Beweise. Ich weiß, dass du es warst, weil ich dich gesehen habe, du Trottel. Du hast mich gesehen. Da brennt's noch. Nein. Brixys ganzes Haus brennt ab. Oh, Leute, wir müssen ganz schnell die Feuerwehr rufen. Ich muss los. Oh Mann, wer könnte das denn nur gewesen sein? Das ist gar nicht gut, Leute. Ich muss nach Hause. Du schon wieder. Warte mal. Warum bist du in meinem Zuhause? Ja, ich brauche ein Zuhause auch. Also ich du hast kein Zuhause? Wo ich schlafe. Warte mal, ich habe eine Frage. Ja? Deine Eltern, haben die dich verlassen? Ja, aber das interessiert dich gar nicht. Leute, ich habe auch keine Eltern mehr. Die haben mich auch verlassen. Heißt das etwa? Das kann nicht sein. Ich muss den endgültigen Beweis machen. Heißt dein Papa etwa Frankie? Hä, kennst du meinen Papa? Ja, Frankie. Und deine Mama heißt... Wie heißt deine Mama? Meine Mama heißt Marianne. Frankie, das sind doch meine Eltern, Freunde. Das kann doch nur mein Zwillingsbruder sein. Du bist mein Zwillingsbruder. Hey, wieso habe ich dich all die Jahre nicht gesehen? Wenn, dann bist du mein Zwillingsbruder. Und eigentlich habe ich doch gar keinen Bruder. Du Doofkopf, das ist dasselbe. Aber nur weil du mein Zwillingsbruder bist... Warum siehst du aus wie ich? Weil wir Zwillinge sind, du Doofkopf. Wir sind alle ein und dasselbe. Ja, das kann sein. Siehst du, also, du kannst eine Nacht hier schlafen, aber keine Nacht mehr, weil ich muss mich mit einem Mädchen treffen, genau. Und außerdem ist das mein Haus und nicht deins, verstanden? Ja, okay, dann... Okay, dann ich leg mich dann oben hin und zünd nicht dein Haus an, ja? Warte mal, wenn du schon beim Haus zünden bist, hast du etwa Brixys Haus angezündet? Brixys Haus? Ja, nein, von dem Gelben da. Ich hab gar kein Feuerzeug. Okay, ich hab dich im Auge, Jimby. Und wehe, du machst mir morgen nicht ein Frühstück. Wir sehen uns. Gute Nacht, du Doofkopf. Leute,
Ich glaube, Jinbi hat irgendwas im Schilde. Der mag meine Freundin nicht. Aber egal, wir werden mal schauen, was Jinbi so in seiner Freizeit macht. Und wenn ich herausfinde, dass Jinbi richtig böse, böse Sachen macht, dann muss ich das verpetzen. Genau, aber jetzt ist erstmal Schlafenszeit. Gute Nacht. Mann, wo kommt der blöde Lärm her? Den ganzen Tag schon ist da oben ein Krach. Da wird richtig hart gearbeitet. Aber das ist mein Zuhause. Hey, was machst du da? Ich wollte mir ein... Du Zimmer aus Lava bauen. Das ist doch kein Lava-Aquarium. Mann, du Blödmann, das ist... Oh Mann, wenn ich das jetzt wegmache, dann wird die Lava alles kaputt machen. Du hast doch gesagt, ein Tag, da gehört das mir. Ja, ein Tag. Der Tag ist noch nicht vorbei. Nein, der ist noch nicht vorbei, da hast du recht, aber bald. Weißt du was? Geh bitte aus meinem Zimmer. Ich muss zur Schule gehen, wir hören uns noch, du Doofkopf. Und tschüss. Oh Mann, Leute, ich hab's gewusst, der macht irgendwas Schlimmes. Wir müssen den beobachten. Ich hab die Vermutung, dass er ganz, ganz schlimme Dinge macht. Und nein, stellt euch mal vor, das ist mein böser Zwillingsbruder, das wäre gar nicht gut. Oh Mann, der macht da oben alles komplett anders. Oh, das wird ewig lang dauern, das alles wieder umzuändern. Aber ich bin mal gespannt, was der so macht. Ich habe gesagt, ich bin zur Schule gegangen, aber bin ich gar nicht. Wir werden ihn jetzt einfach beobachten. Und wenn er gleich nach draußen geht, dann werde ich ihn auf Schritt und Tritt beobachten, was er macht und wo er hingeht. Und wehe, der macht was Schlimmes, dann werde ich ihn bei der Polizei verpetzen, auch wenn er mein Zwillingsbruder ist. Mann, wo bleibt der? Das dauert voll lange. Da ist er, Leute. Da läuft er ja. So sieht das also aus, wenn ich rumlaufe. Voll winzig und klein. Okay, wir müssen ihn auf Schritt und Tritt jetzt beobachten. Der soll meinen besten Freund Praxi in Ruhe lassen. Hä? Hallo? Hallo? Nein. Hä? Soll ich eingreifen? Praxi? Jimmy? Nein. Ja, ich bin's, Jimmy. Ich bin ein bisschen krank. Komm rein. Er gibt sich halt für mich aus. Guck mal, was ich in meiner Hand habe. Oh, wie cool. Komm doch rein. Sicher? Ja, okay, dann ich zeig dir was Cooles. Nein, was denn? Komm mal mit nach oben. Okay. Wo gehen die hin? Die gehen nach oben. Verdammt, ich muss da irgendwie rein. Das tut mir leid. Braxy, es tut mir leid, aber ich muss nach oben. Wir müssen spionieren, was sie da vorhaben. So, jetzt geh da mal in die Ecke, nimm den Spider-Man-Anzug. Okay. Was willst du mir denn zeigen? Ja, ein bisschen. Guck mal, ich zeig dir jetzt einen Zaubertrick, okay? Stell dich mal hier hin. Nein, das ist bestimmt was Schlimmes. Guck mal, ich zeig dir jetzt was. Was macht der da? Nein, Jimmy, lass mich hier raus. Und ich bin Jimmy und ich mag dich nicht. So ein Fiesling. Erst zündest du mein Haus an und jetzt sperrst du mich ein? Hey! Deine Scheiben sind auch kaputt. Du weißt ja, wo du mich findest. Das werde ich Odi sagen und dann werden wir dich aus der Stadt bannen. Nein. Leute, was soll ich machen? Ich muss irgendwie Praxi die Wahrheit sagen, dass ich das nicht war. Aber der wird mir eh nicht glauben. Ich muss ihn befreien. Praxi. Du Blödmann, nein, verschwinde. Ich war das nicht, du Doofkopf. Du musst mir vertrauen. Ich will dich doch befreien. Hier, siehst du? Oh, das ist so dicke Stahl. Oh, hilf mir mal, Praxi. Das geht nicht. Komm schon. Wir schaffen das zusammen. Du Blödmann, das werde ich Odi sagen. Nein. Praxi, du musst mir vertrauen, ich war das nicht, ehrlich. Das war der Zwillingsbruder. Den gibt's wirklich. Der Zwillingsbruder? Ja, und der hat doch vorher dein Haus wahrscheinlich angezündet. Der hat irgendwas gegen dich. Du Lügner! Nein. Du hast gar keinen Zwillingsbruder. Sonst wüssten wir das. Okay. Wie kannst du dann dir das erklären? Ich habe 5 Diamanten. Oh Mann, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber du musst mir vertrauen. Du musst mir vertrauen, Braxy. Komm einfach mit. Ich zeig dir, dass ich einen Zwillingsbruder habe, der böse ist. Komm mit. Das ist bestimmt wieder irgendeine Falle von dir, du Blödmann. Nein, das ist keine Falle. Wir müssen jetzt runtergehen. Und es tut mir leid, ich entschuldige mich. Und ich habe aus Versehen dein Glas kaputt gemacht. Aber nur, weil ich dir helfen wollte, ehrlich. Naja, natürlich. Los, komm mit nach Hause. Der ist da bestimmt. Der ist bestimmt zu Hause und macht da wieder irgendwas. Oh Mann, siehst du das? Mein ganzes Haus da oben ist anders. Braxy, du musst mir helfen. Wirklich, der ist hier bestimmt irgendwo. Hier ist aber keiner. Der ist oben. Der ist wirklich oben, Braxy. Hallo?
Der muss da sein. Jimmy. Was steht da? Ich mag Brexy nicht. Es ist nicht. Nein! Das ist nicht das, wonach es aussieht. Brexy, ehrlich! Das ist nicht so, wie es aussieht. Brexy! Ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Ich beende die Freundschaft. Aber Brexy, nein, das kannst du nicht machen. Ich hab doch gar nichts gemacht, Leute. Mein Zwillingsbruder hat meinen besten Freund verkrault. Und er schiebt mir alles in die Schuhe. So ein Blödmann. Ah, der wird schon sehen. Wo ist der Dummkopf? Der hat sich bestimmt irgendwo versteckt. Hey, Jimby! Wo? Da bist du ja! Du hast Jimmy. Das extra gemacht. Ha, da, jetzt hab ich dich. Jetzt, ja, Brexy, komm rein, er ist wieder da. Los! Guck aus dem Fenster. Ja? Nein, du Doofkopf. Mein Zwillingsbruder. Hä? Was machst du da? Was machst du da, du Doofkopf? Hey! Kaputt gemacht. Oh nein. Was sollen wir denn jetzt machen, Leute? Irgendwo da draußen ist mein Zwillingsbruder. Und Brexy, der Doofkopf, glaubt mir nicht. Wenn ich nur rausfinde, wo der ist. Jimby, wo bist du? Los, zeig mir, wo du bist. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Versteck dich nicht, du Doofkopf. Ich finde dich schon noch. Oh Mann, wo ist der Doofkopf? Ich muss unbedingt den irgendwie gefangen nehmen oder so. Das geht langsam echt zu weit. Auch wenn es mein Zwillingsbruder ist. Ja, zeig dich, du Doofkopf. Wo bist du? Ist er etwa wieder da oben? Oh, Jimby, weißt du was? Ich habe leckeren Big Mac für dich. Willst du einen Big Mac haben? Hey, da bist du ja da oben. Komm da runter, du Doofkopf. Big Mac? Ja, ich habe einen Big Mac extra für dich. Du musst dich nur genau da hinstellen und nicht bewegen. Ich hätte gern ein Big Mac. Jetzt habe ich dich endlich, du Doofkopf. Das war's mit deinem Zwillingsbruder Prank. Aber was ist denn mit meinem Big Mac? Dein Big Mac? Ich werde den vor deinen Augen aufessen. Du kriegst den nicht. Hey, das ist unfair. Und weißt du was? Ich werde zu Brexy gehen und werde ihn jetzt beweisen, dass es dich gibt. Du Blödmann, jetzt kannst du nicht mehr abhauen. Oh, Leute. Oh. Das ist unsere Chance. Brexy! Brexy, 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 Brexy! Ich bin's. Komm mit. Nein, ich hab's jetzt wirklich herausgefunden. Ich hab ihn eingesperrt. Du hast ihn eingesperrt? Mhm, ich hab ihn eingesperrt. Da vorne, siehst du, da ist er. Wen denn? Das ist mein dober Zwillingsbruder Jimby, der dich die ganze Zeit geärgert hat. Ja, siehst du? Wie ist das möglich? Ja. Hey. Jimby, lass mich raus. Ich bin der wahre Jimmy. Nein, ich bin Jimmy. Brexy, der hat mich eingesperrt und der will dir gleich wieder was Böses antun. Mann, Brexy, denk nach. Deine Lieblingsfarbe ist gelb und ich würde niemals dein Haus kaputt machen. Was sagst du zur Verteidigung? Genau, hä? Du hast einen gelben Pullover. Oh, das stimmt, er hat recht. Glauben. Das hat er, das ist offensichtlich, Brexy. Normal hast du einen gelben Pullover. Und du wohnst in einem gelben Haus drin. Oh, jetzt reicht's mir. Dein bester Freund ist Odi. Und Niki ist erst neulich hinzugezogen. Und ist rot, genau. Das weiß der nicht, der Doofkopf. Okay, dann erzähl mir was nur du wissen kannst. Nur der echte Jimby. Ich habe Beweisfotos wie Jimby, also das da draußen ist Jimby, wer dein Haus angebrannt hat. Hat er nicht. Zeig sie mir. Stimmt nicht. Die sind gefälscht. Warte, lass mich kurz in meiner Hosentasche nachgucken. Siehst du, der hat die wirklich. Nein, der Bluff, der hat nichts. Brexy, du musst mir jetzt vertrauen. Du hattest auch meinen Zwillingsbruder, stimmt? Mhm. Der war ganz klein. Guck mal hier. Nein, nein, er hat wirklich Bilder. Aber das ist fake. Ich sehe doch genauso aus wie der. Das kannst du nicht unterscheiden, Brexy. Mann, woher soll ich denn wissen, wer ist jetzt? Okay, pass auf. Die endgültige Lösung. Wir haben uns zusammen bei Lumi kennengelernt. Und du hast bei einer Tankstelle gearbeitet. Stimmt. Ja, siehst du, das weiß der nicht, der Doofkopf. Ha. Das kann nur der echte Jimmy wissen. Ja. Oh, seit wann hast du denn den Zwillingsbruder? Weiß ich nicht. Wir haben dieselbe Mutter und denselben Papa. Und jetzt ist er hier. Aber ich glaube, der ist böse, Brexy. Sollen wir ihn wegschicken? Na, vielleicht ist er böse, weil er nie geliebt worden ist. Das kann sein. Wurdest du nie geliebt? Was? Ja, ich meine, unsere Was Eltern... Was heißt das? Unsere Eltern sind abgehauen. Deswegen bist du wahrscheinlich böse. Du musst über dich hinwegkommen. Ich kenne das Wort nicht. Böse? Nein, geliebt. Ach so, aber ich mag dich doch, du Doofkopf. Warte, ich mach dich da raus. Brexy, kannst du mir helfen, ihn freizumachen? Meine Spitzhacke ist nicht stark genug. Wenn wir zusammen das machen, kriegen wir das hin. 1, 2, 3, komm schon. Und zack. Komm da raus jetzt.
Also, ich kann das erklären, mir. Ja. Mir wurde früher gesagt in der Schule, wenn ich andere Leute ärgere, dann mögen die mich. Nein, das stimmt nicht. Und du solltest dich bei Braxy entschuldigen. Der Arme hat sein Haus fast verloren wegen dir. Braxy, es tut mir leid. Ich dachte, wenn ich dich... Wenn ich dein Haus abfackel, dann mag mich Jimmy, weil, ja... Siehst du, Braxy, kannst du dich noch an die Geschichte mit deinem großen Zwillingsbruder erinnern? Warte mal, ich sehe den da hinten. Oh nein, dein Zwillingsbruder, Braxy! Wie süß der ist. Sieht so süß aus. Braxy, kann ich nicht bitte mit deinem kleinen Bruder spielen? Ich mag den voll. Sei mir bitte nicht böse, aber der hat eine lange Reise, siehst du? Guck mal, der hat keine Knochen, das sieht ja voll süß aus. Was hast du denn vor mit dem? Naja, ich glaube, ich werde ihn erstmal ins Bett legen und danach müssen wir schauen. Oh Mann, oh, ich hätte zum Beispiel dein Labor gezeigt oder so. Das ist bestimmt... Spinnst du? Warum? Mein kleiner Bruder im Labor, sag mal, hast du nicht mal eine Latten in der Birne? Ich glaube, dein kleiner Bruder hat sich in die Hosen gemacht. Das ist süß, Leute. Oh Bruder, Mann. Komm da raus. Ja, ich glaube, der würde aber schon gerne ins Labor gehen, aber Braxy erlaubt das nicht, Leute. Wenn ihr jetzt alle das Video liked und abonniert, Freunde, dann erlaubt Braxy das, dass er ins Labor gehen darf. Alle zusammen, Leute. 1, 2, 3. Komm schon. Wir müssen das schaffen. Ich werde jetzt Braxy noch einmal ganz lieb fragen, ob ich Zeit mit ihm verbringen kann. Braxy, bitte, ganz wichtig. Ich geb dir auch 3 Dias, wenn ich mit deinem kleinen Bruder spielen kann. Oh, na gut, aber ich möchte deine Dias nicht. Der muss ein bisschen rausgehen. Kannst du mit ihm spielen, dass er später müde ist? Ja, dann, klar, kein Problem. Dann, lass mich doch mal ausreden, wenn ich rede. Warum schlägst du mich? Ja, Braxy, erzähl. Ja, du musst ihn richtig müde machen, dass er dann später gut schlafen kann, okay? Okay. Komm, kleiner Bruder, raus mit dir. Komm her, wir spielen, kleiner Bruder, das wird richtig cool. Sag mal, alles gut, Braxy, wir reden unter 4 Augen. Tschüss, komm mit. Oh, pass auf ihn auf, hast du verstanden? Ja, ich passe auf ihn auf. Wo ist der hin, Leute? Seht ihr den kleinen Bruder? Kuckuck! Da bist du ja. Hey, kleiner Bruder, sag mal, warst du schon mal in Braxy seinem Labor? Labor, ja, Kuckuck! Boah, der war da schon mal. Sag mal, hast du vielleicht einen Schlüssel dazu? Mal, hast du auch so einen Schlüssel für das Labor? Oh, das wäre richtig, richtig wichtig. Labor! Der hat echt einen Schlüssel, Leute. Schaut mal, wir haben einen Schlüssel. Wie cool. Okay, damit können wir auf jeden Fall die Tür aufmachen und fast nichts an, kleiner Bruder, okay? Ich hab die Verantwortung. Ehrlich jetzt, du darfst nichts anfassen. Das ist richtig. Oh, Leute, die Tür ging auf. Okay. Was ist das denn für ein komischer Behälter? Pass auf, nicht da reingehen. Oh, nein. Sag mal, du musst aufpassen, nicht, dass irgendwas passiert. Oh nein, Leute, nein. Was ist los, kleiner Mann? Geht's dir nicht gut? Leute, nein, ich glaube, mit dem kleinen Bruder stimmt irgendwas nicht. Er ist da in diese grüne Flüssigkeit gelaufen, aber was bewirkt das, Leute? Ich weiß es nicht. Willst du vielleicht eine Pommes haben? Hier, ich habe ein bisschen Nachos für dich, ehrlich. Geht's dir besser? Was passiert mit dem, Leute? Der schreit die ganze Zeit rum. Nicht, dass Braxy das hört. Oh, das ist gar nicht gut. Nein. Was soll ich machen, Leute? Ich glaube, ich muss zu Braxy gehen. Der Arme, der hat sich irgendwie verletzt oder so. Nein. Was ist denn los? Wo ist mein kleiner Bruder? Kleines Notfallrisiko-Ding. Weil wo ist der? Dein kleiner Bruder, der hat sich verletzt in dein Labor. Und der ist da reingegangen mit dem Schlüssel hier. Ich hab doch gesagt, nicht in meinem Labor. Nein, wir müssen nachschauen, was mit deinem kleinen Bruder ist. Kleiner Bruder? Kleiner Bruder, was ist los mit dir? Ich dachte, du bist lieb. Ich bin stark! Braxy, was ist mit ihm los? Was ist das für eine grüne Flüssigkeit da? Oh nein. Du kleiner Furz und du auch, Braxy. Hey, ich bin ein großer Bruder. Rede so nicht mit mir, sonst kommst du aus der Rest. Genau. Ich bin der Größte und Stärkste! Hey, der macht dein ganzes Labor kaputt.
kaputt, Braxy. Mini Braxy, hör auf damit. Ja, hör auf, Mini Braxy. Ab heute bin ich. Großer Braxy. Nein, nein, nein. Ich hab nichts getan. Dein Bruder ist durchgedreht. Und der ist irgendwie XXL groß geworden und böse. Mann, Braxy, ich hab Angst vor ihm. Ich hab nichts, kleiner Bruder. Ehrlich, ich hab nur eine Switch. Wir können zusammen Fortnite spielen. Vielleicht bringt das dich runter. Gib mir die Switch. die Switch. Die ist in meinem Gib ihm die Switch schon. Ich gib ihm doch die Switch. Oh, yeah. Bitte. Switch. Es ist, glaube ich, besser, wir geben ihm die Switch. Er ist richtig groß und auch mächtig. Hier sind ein paar Switches, aber die will ich wieder haben, okay? Alle meine. Böse. Leute, alle der klaut. Nein, nicht Switches. Alle. Hey, lass mir wenigstens eine. Oh, du Fieslinger. Braxy, der hat mir alle Switches geklaut. Du musst mir die wiedergeben. Oh, kleiner Bruder. Bruder, hör auf damit. Ich bin dein großer Bruder und du kriegst gleich Hausarrest. Aber gib ihm sofort die Switches wieder. Wer sagt Hausarrest, kriegt selber Hausarrest. Oh, Leute, der große Bruder ist genauso klar. Oh, nein, die sind genau gleich groß. Ich habe richtig Angst vor ihm. Was machen wir denn jetzt, Leute? Ich muss mich, glaube ich, irgendwo verstecken oder so. Willst du vielleicht eine Pizza? Pizza? Ich will dein Haus haben! Aber warum mein Haus? Hey, das ist mein Haus! Raus! Lass rausgehen! Ja, okay, ich gehe raus. Hier, das ist ab jetzt dein Haus. Braxy, ich bin jetzt obdachlos. Irgendwie ist das voll traurig. Seh zu, dass du ihn wieder klein machst, du Dussel. Ja, das ist dein Labor, Braxy. Wie soll ich ihn denn klein machen? Das ist mein Labor, deine Schuld. Du bist mir gerade keine große Hilfe, Braxy. Ja, mir ist es egal. Er hat dein Haus. Nein, Braxy hat recht, Leute. Ja, er hat wirklich mein Haus. Und hey, der hat ein anderes Bett da reingetan. Weil er so groß ist, Leute. Kleiner Bruder, willst du vielleicht Diamanten haben, ha? Oh, Dias. Ja, willst du vielleicht einen neuen PC kaufen, ha? Alles meine Dias! Leute, ich muss ihn irgendwie da reinlocken. Genau, kleiner Bruder, schön mir folgen. Ich habe ja noch den Schlüssel, Leute, sehr gut. Komm rein, kleiner Bruder. Hä? Dias. Aha, aber was ist denn? Warum kommst du nicht? Mir, na Dias. Schön. Einen kriegst du schon mal. Komm rein. Hier sind die Nächsten. Aha. Hier kriegst du noch einen. Ich komm nicht rein. Oh, geh durch das große Fenster hier. Dias. Leute, ich hab Angst. Braxy, wie weit bist du? Hast du schon's erledigt? Er zerstört es. Nein, nicht kaputt machen. Ach, nein, kleiner Bruder, nicht kaputt machen. Nein, ich kauf mir PC. Nein. Oh, was sollen wir denn jetzt machen, Braxy? Wir sind völlig auf uns alleine gestellt. Nein. Der kleine Bruder geht zum Technikladen. Was macht der denn da, Leute? Ich hab Angst, dass er irgendwas kaputt macht oder so. Leute, wir müssen jetzt wirklich alle zusammenhalten. Das kann ganz schlimm ausgehen. Braxy, was hat der da vor? Baby Braxy rein! Nein. Hey, kleiner Bruder, sag mal, willst du hier rein? Ja, rein! Ich lass dich ja rein. Hier, bitteschön. Aber such dir nur eine Sache aus. Ich hab nur 60 Diamanten dabei. Nein, schlecht, mach das nicht kaputt, wir kriegen Ärger. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst auf ihn aufpassen? Ich will auf ihn aufpassen, aber er macht alles kaputt und er ist richtig groß. Ich hab voll Angst vor ihm. Hör auf damit, sonst kommst du noch ins Gefängnis. Ja, hör auf damit, genau. Aber alles schlecht. Na schön, okay. Du kannst hier alles mitnehmen, was du willst, aber mach hier nichts kaputt, okay? Aber alles schlecht. Oh nein, wie sieht's aus? Hast du ein bisschen Hunger, kleiner Bruder? Hunger? Auf einen richtig coolen Cheeseburger. Wer sagt denn da schon nein? Ich will alles essen. Na schön, komm. Warte, du musst doch noch größer und stärker werden. Genau. Du musst genau. Los, essen. Nein, nicht uns essen. Komm, wir gehen zu McDonald's. Braxy, los, schnell. Nein, nicht mich essen. Braxy, lauf nicht, dass er dich aufisst. Okay. Eigentlich sollte er dich schon essen, weil du nicht auf ihn aufgepasst hast. Ich wollte auf ihn aufpassen, aber er ist mir ausgebüxt und hat es kaputt gemacht. Genau, da vorne ist der McDonald's. Okay, was willst du alles haben, hä?
alles essen. Na schön, kleiner Bruder, ich werde dir das beste 5-Sterne-Menü kochen. Aha, schau mal, hier ist der McDonald's. Okay, wir sind hier. Geh schon mal rein, ich werde dir Essen besorgen. Aha. Essen. Los, ich gebe dir doch hier den Burger. Hier, und Karotten. Der muss jetzt ganz viel essen, er muss richtig müde werden. Braxy, wenn wir dazu bringen können, dass er müde wird, dann können wir ihn überwältigen und können ihn vielleicht wieder normal machen oder so. Müde? Hast du müde gesagt? Ja, müde. Okay. Was ist mit dir, Braxy? Nimm das hier. Ja, das ist Betäubungswasser. Was? Das ist aber nicht gut. Der ist doch da drin alles und macht uns kaputt. Wir müssen den richtigen Moment abwarten. Aha. Weil jetzt gerade ist das nicht gut. Nein, Braxy. Ach. Ich habe aber Angst, der Arme. Wenn du daneben wirfst, wird er dich aufessen. Ach, essen. So eine Angst, Braxy, auf damit. Ah, zack. Hab ich getroffen? Hab ich getroffen? Braxy, ich will nicht hinschauen. Hab ich getroffen? Ja, sehr gut. Das funktioniert. Ich glaube, er schläft wirklich. Oh, Leute, schaut ihn mal an, wie süß er sein kann. Ich habe noch nie so einen großen so süß gesehen. Mhm. Okay, Braxy, was machen wir jetzt? Sollen wir ihn schleppen zum Labor? Wie willst du den denn schleppen? Guck mir mal an, wie groß der ist. Weiß ich nicht, der wiegt 500 Kilo oder so. Was machen wir jetzt? Braxy, komm schon, du musst doch... Du bist Wissenschaftler, du hast immer irgendeine Möglichkeit. Du musst das machen, ich habe keine Ahnung. Nein, Leute, nein. Braxy, dann muss ich abhauen. Ich kann das nicht mehr, Braxy. Was hast du da in der Hand? Hey, warum hast du mir das nicht gesagt? Hier, nimm die Spritze. Oh, Leute, ich glaube, das ist das Gegenmittel. Wir müssen das jetzt da reintun irgendwo. Okay, kleiner Bruder, das könnte ein bisschen wehtun, aber wir kriegen das schon hin. Und zack. Was passiert mit ihm, Leute? Ich glaube... Er dreht durch, Leute, weg hier! Nein, wir haben nur alles schlimmer gemacht. Wir müssen abhauen, Mann! Ich muss ihn beruhigen. Kleiner Bruder, ich bin dein Bruder, hör auf damit! Leute, nein, er hat ein Auto und wirft das. Ich hab Angst. Nein. Aua. Was ist los, Braxy? Was ist passiert? Hast du dich verletzt? Aua! Das hat wehgetan. Braxy. Er hat das Auto auf mich geworfen. Nein. Siehst du, was du angerichtet hast, kleiner Bruder? Du hast deinen eigenen Bruder verletzt. Du bist voll gemein. Bin nicht gemein. Hä? Warte mal, ich glaube, die Spritze hat gewirkt, Leute. Ach, richtig cool. Kannst du dich eigentlich an irgendwas erinnern, kleiner Bruder? Bitte. Oh, der ist so süß. Oh, wie kann man denn dem böse sein, Leute? Irgendwie kann ich dem kleinen bösen Bruder nicht sauer sein, Leute. Der ist so winzig und süß und mag mich. Ich mag dich auch, kleiner Bruder. Geh zu deinem großen Bruder und vielleicht soll ich das nächste Mal besser aufpassen, Leute. Weil der Kleine ist echt richtig jung und dann kann sowas schon passieren, Leute. Aber ihr habt gesehen, meine Freunde waren immer für mich da. Und wenn ihr auch Freunde habt, Freunde, natürlich habt ihr Freunde. Wenn nicht, habt ihr ja mich. Oh, Jimmy, ich hab gar keine Zeit. Was ist denn? Du hast immer Zeit für mich. Wir sind beste Freunde und außerdem müssen wir noch Weihnachtsgeschenke holen. Komm schon. Jimmy, komm doch mal rein. Guck mal, wie es hier aussieht bei mir. Ich muss unbedingt aufräumen. Du hast recht, das sieht echt richtig unordentlich aus. Also sehen wir uns morgen. Lass uns morgen die Weihnachtsgeschenke holen. Aber ich kann dir einen Geheimtipp erzählen, Jimmy. Geheimtipp? Welchen? Braxy arbeitet an irgendwas in seinem Labor. Check doch mal ab, was er da macht. Sag mir Bescheid. Na schön, Odi, ich komme auf dich zurück. Aber wenn ich mit Braxy Spaß hab, dann darfst du nicht neidisch sein. Wir sehen uns später. Na gut, aber nicht so viel Spaß. Nein, nicht so viel. Alles gut, Odi. Oh, Leute, Braxy hat anscheinend irgendeine coole Erfindung und tüftet da an was. Wo kann der Doofkopf? Da ist er ja. Was macht er da? Hä? Das sieht lustig aus. Okay, es funktioniert also. Ja, wow. Das funktioniert. Hey, Doofkopf, ich bin's, Jimmy. Schnell alles wegmachen. Ne? Hey, du darfst nicht weg. Ich sehe dich doch, du Blödmann. Außerdem hat mir Odi schon alles erzählt. Du hast irgendeine neue Erfindung.
Ich habe keine neue Erfindung, ich weiß nicht, wovon du redest. Aus dem Weg, aus dem Weg, was ist? Oh, du hast einen Creeper gemalt. Haha, das ist eine neue Erfindung, ein Creeper zu malen. Ja, genau, das ist meine neue Erfindung und hat gar nichts damit zu tun, dass ich einen Zauberpinsel habe und alles, was ich male, wird echt. Das ist Blödsinn, das geht nicht. Das geht nur in so Folgen von SpongeBob oder so. Ah ja? Ah ja, genau. Und außerdem hast du... Was ist mit meinem Pinsel hier? Soll ich dich wegradieren, ne? Soll ich? Der sieht voll cool aus. Zeichne mal damit was los. Ich will es sehen, ich glaub dir nicht. Okay, ich male jetzt einen Diamanten in der Luft. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich drehe mich auch um, du Blödmann. Das schaffst du eh nicht. Und, bist du fertig? Ja, guck. Hey, ich hab einen Diamanten bekommen. Okay, das war reiner Zufall. Aber dann kann ich dir den Diamanten doch einfach hinwerfen. Nimm du den und ich mal einen neuen. Ja, okay. Oder du malst was anderes. Zum Beispiel malst du ein Auto. Weißt du, wie kompliziert ein Auto ist? Mit Motor, Auspuff und Scheiben? Kriegst du eh nicht hin, du Doofkopf. Ich beweis es dir. Guck mal, Leute, Brexy malt da einfach was. Der kriegt das niemals hin. Wisst ihr, wie groß ein Auto ist? Außerdem hat der noch Kuchen hier. Das ist meine... So, wo ist dein Auto? Hä? Wie lange brauchst du denn dafür? Hab's gleich. Genau. Fertig. Hä? Wow. Du kannst ja wirklich alles zeichnen und das wird wahr. Schau, und ich kann ihn wegradieren. Oh, Manu, wieso hast du das gemacht? Ich hätte den verkaufen können. Und wie hättest du den hier rausbekommen, du Trottel? Ich hätte einen Elektriker angerufen. Der hätte irgendwas gemacht, genau. Naja, ist ja auch gut. Du musst jetzt gehen. Kannst du mir nicht den Stift kurz ausleihen? Ich will nur einmal was zeichnen, bitte. Nur eine Sache. Ich weiß nicht. Versprichst du, dass du nichts Blödes damit machst? Ich mach nichts Blödes. Was brauchen Brexy? Indianer-Pups-Ehrenwort? Indianer-Pups-Ehrenwort mit meinem kleinen Finger. Und jetzt pupsen auf drei. Das ist eklig, aber okay. Eins, zwei, drei. Okay, gib mir den Stift, ich will zeichnen. Okay, hier, aber du darfst nichts Böses damit zeichnen. Nein, jetzt kommen die Bösen. Nein, mach ich nicht. Warte, ich werde kurz ein Papier holen, dann werde ich was draufzeichnen. Guck mal, Leute, ich kann jetzt zeichnen und ich zeichne jetzt was ganz Besonderes. Und zwar wird das richtig SpongeBob. Dann hat der hier so blaue Sachen an den Schuhen, so, und der hat natürlich eine Hose, Leute. Zack, oh, das sieht so lustig aus. Und natürlich hier so eine kleine Krawatte. Und, hä? SpongeBob! Oh, dich gibt's wirklich! Oh, wie cool du aussiehst! Und was? SpongeBob! Was hast du da in der Hand? Das ist ein Pfannenwender! Oh. Ein Pfannenwender! Das ist voll cool! Das muss ich unbedingt Brexy zeigen! Brexy, wo bist du? Hast du Brexy gesehen, SpongeBob? Brexy, komm mit, ich zeig ihn dir! Brexy! Brexy, ich muss dir den Stift geben. Mach die Tür auf. Nein, ich bin am Essen. Komm rein. Oh, na schön, warte. Hier, und ich habe jemand gezeichnet und der ist lebendig geworden. Guck hier, da ist mein Freund. SpongeBob. Das ist SpongeBob, der hat einen Burger gebraten. Nein. Was denn? Das ist doch nur SpongeBob. Du kannst doch nicht SpongeBob aus dem Meer hier herholen. Na klar, warum denn nicht? Er hat bei mir genug zu Wasser... Brexy, hast du was da? Komm schon, schnell! Ja, hier. Du hast ihm was gegeben, sehr gut. Heim geht wieder gut. Nein. Was ist los? Der fliegende Holländer von SpongeBob wird ihn jetzt suchen und unsere Stadt zerstören. Du bist blöd, Brexy. Das ist mein neuer Freund SpongeBob und mit ihm werde ich richtig großen Spaß haben. Eine Sache habe ich da noch, Brexy. Ich brauche vielleicht den Stift. Ich muss nachher später SpongeBob wegradieren. Sag ihm das aber nicht, okay? Hier. Danke schön. Ich mache auch keinen Unsinn damit. Ich gehe mit SpongeBob nach Hause. Tschüss. Gut. Ich komm, SpongeBob, wir gehen nach Hause. Vielleicht ist Gary zu Hause. Oh, ich liebe Gary. Oh, Leute, das macht so Spaß. Ich habe einfach SpongeBob. Das ist richtig cool. Wisst ihr was? Ich werde SpongeBob mal einen neuen Kamin zeigen. Vielleicht wird er ja auch Weihnachten mögen. Komm rein. Du musst hier hochgehen. So, zack. Und wenn du hier oben angekommen bist, ist hier mein Weihnachtskamin. Das
sieht super aus, Jimmy. Bitte schön, aber halt dich fern von Feuer, nicht, dass du austrocknest. Da musst du aufpassen, okay? Sehr gut, ich gehe jetzt schlafen. Ich werd hier einfach diesen komischen Schreibstift einfach da reintun. Hallo. Was ist denn das jetzt? Hallo. Ich will schlafen gehen. Wer ist denn da draußen? Hallo. Hey, wo kommst du denn her? Was machst du hier? Ich hab dich gar nicht gezeichnet. Wie kann denn das sein? Ich hab dich gezeichnet. Aber, okay, SpongeBob. Ich bin Patrick. Hallo, Patrick. Du musst aufpassen, was du zeichnest. Nein, das geht in eine ganz falsche Richtung. Hey, ihr Blödmann, ihr müsst schlafen gehen. Ich muss morgen zur Schule. Hey, hört auf, Unsinn zu machen. Quallenfischchen. Ich hab die Idee, Jimmy. Ich mal dir noch ein Spongebob. Nein, hör auf noch. Nein, das darfst du nicht. Hör auf damit. Besser. Nein. Besser ist du hörst auf damit. Wer wartet in deinem Haus? Ach, du Blödmann. Ja, ein Stift. Sehr gut. Wenigstens habe ich meinen Stift wieder. Wir sehen uns noch, du Doofkopf. Ich muss die später alle ausradieren, die Doofmänner. Die haben wieder richtig viel Müll gemacht. Sie hatte recht, so ein Stift bringt richtig viel Verantwortung mit sich. Aber ich krieg das hin. Zwei SpongeBobs. Hey, was soll das? Hey, das geht doch. Hey, da sind wirklich zwei SpongeBobs. Wie hast du das gemacht, ha? Das war Spongy. Nein. Ich muss ihn wegradieren. Einfach wegradieren. Zack. Weg ist er, Patrick Edge. Und wenn du nicht artig bist, werde ich dich auch wegradieren. Spongy. Ist doch nicht schlimm, Patrick. Außerdem musste ich ihn wegmachen. Und morgen wirst du sehen, was passiert. Ich werde jetzt schlafen gehen, okay? Ich bin traurig. Ja, ist mir doch egal, du Blödmann. Keiner hat dich herbestellt. Und außerdem muss ich für Gerechtigkeit sorgen. Und dafür, dass nicht alles hier außer Rand und Band geht. Aber ich werde mich jetzt schlafen legen, Leute. Und am besten werde ich genau den Stift hier reintun. Zack. Werden die eh niemals finden. Und ich werde... Gute Nacht, Leute. Ich werde schlafen gehen. Ich habe da oben Geräusche gehört. Irgendwas war das. Wo ist mein Stift? Mein Stift ist weg. Nein, der darf nicht weg sein. Ich glaube, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Nein. SpongeBob, hör auf. Du darfst nicht zeichnen. Letztes Mal ist ganz schlimmes Ding passiert. Ich mach mich selber. Nein, hör auf damit. Ich muss irgendwas unternehmen, Leute. Wenn er es schafft, sich selber zu malen, dann war's das. Ich muss Wasser holen. Dann wird er nämlich riesengroß, Leute. Wie ein Schwamm. Wo ist hier Wasser? Komm schon. Verdammt. Gleich fertig. Nein, ich finde kein Wasser. Ich muss nach oben. Ich muss ihn einfach so aufhalten. Nein! Wer bist du denn? Du siehst total komisch aus. Wer bist du? Die Diamantmal? Du bist nett, oder? Ich meine, du siehst zwar ein bisschen blass aus, aber... du siehst aus wie ein Strichmännchen. Einfach Strichmännchen, SpongeBob. okay, Strichmännchen, gib mir jetzt den Stift wieder. Du musst ganz lieb sein. Jimmy. Nein, jetzt kommt der Doofkopf auch noch. Oh nein, bleib hier oben und mach keinen Mucks, hast du verstanden? Bleib hier oben und berühr dich nicht. Jimmy, ich muss jetzt die Tür auf. Ich will meinen Pinsel abholen. Ja, genau, dein Pinsel. Komm rein, Braxy. Alles gut, komm rein. Nein, SpongeBob! Du Blödmann! Du hast Braxy weg! Das war lustig, haha! kannst du vielleicht Braxy zeichnen und wieder herholen? Nein, Leute! SpongeBob ist böse geworden! Und seit er diesen blöden Pinsel hat, macht er alles kaputt! Was willst du eigentlich? Kat, was ist eigentlich dein Lieblingsessen,
TNT. Nein, nicht TNT zeichnen, nicht TNT zeichnen, hör auf damit. Nein. Wie wär's, wenn du mir einfach den Stift gibst? Ich geb dir auch einen leckeren Kuchen dafür. Guck mal hier. Stift? Nein, willst du mir nicht den Stift geben? Das ist nicht der Stift, du Blödmann. Du hast mich reingetrickst. Oh Mann, ich werd dich dafür hauen, du Doofkopf. Du wirst mich nicht nochmal... Radiergummi! Aua, das hat wehgetan. Au, was ist eigentlich mit meiner Hand los? Radiergummi. Nicht Radiergummi. Leute, was ist mit meinem Körper los? Die Hälfte fehlt mir von meinem Körper. Nein! Verschwinde von mir! Oh nein. Ich glaube, der könnte mich komplett radieren, Leute. Ich muss Brexy um Hilfe holen. Um Raten geben, genau. Brexy! Nein, nicht ausradieren! Hör auf damit, das gibt's. Ausradieren! Das kann er eh nicht, oder? Meint ihr, er kann das? Oh, was hast du gemacht? Das war Schleimis Haus. Okay, das reicht jetzt aber. Weißt du was, SpongeBob? Du willst doch bestimmt mal wieder in deine Ananas gehen, oder nicht? Ananas. Genau, Ananas. So eine leckere... Nein, der Doofkopf denkt, dass ich eine Ananas bin, weil ich orange bin. Ananas. Das war eine dumme Idee. Ich muss in Lumis Haus. Lumis Haus, da bin ich sicher. Und zu. So, du Blödmann. Ha, da kommst du nicht rein. Radieren. Was? Nein, der Doofkopf kann ja wirklich alles radieren. Oh, wenn ich doch nur alles rückgängig machen könnte, Leute. Das ist der schlimmste Tag, den ich jemals hatte. Der radiert mich einfach und die ganze Stadt weg. Ich glaube, ich muss mich ihm stellen. Hör zu, wir können reden, okay? Warte. Ich muss kurz nachdenken. Nee. Ich kann mich an was erinnern. Da war doch was. Sie hat doch irgendwas gezeichnet in seinem Labor. Der hat da so Blätter gehabt. Ich glaube, ich muss die einfach anzünden. Okay, SpongeBob, kannst du mir den letzten Gefallen machen? Dann kannst du mich auch wegradieren. Versprochen. Nee. Kannst du mir ein Feuerzeug malen? So ein kleines Feuerzeug. Nichts Besonderes. Voll, genau. Du kannst überall Feuer machen dann. Voll. Oh, du bist der Beste. Danke. Weißt du was? Du kannst heute Abend PlayStation und Fortnite bei mir spielen. Wir sehen uns später. Ja, du kannst mich auch später radieren. Ich muss ganz schnell zu Brexys Labor. Zum Glück konnte ich SpongeBob irgendwie ablenken. Der Doofkopf rennt mir zwar hinterher, aber da will bestimmt Fortnite spielen. Und wir müssen jetzt einfach nur noch... Oh Fortnite, Mann, das sieht echt... Radieren. Das sieht echt richtig Fortnite schlimm aus. Radieren. Hä? Na, wenn du mir Fortnite wegnimmst, dann werde ich dir einfach deinen ganzen Körper wegnehmen, du Blödmann. Nee. Wir müssen ins Labor reingehen. So, hier müssen irgendwo diese Blätter sein. Da sind sie. Und aufmachen. So, und jetzt zünden wir das Ganze einfach an. Anzünden. Yippie! Sie wurden wegradiert! Sehr gut. Okay, die brennen. Ich glaube, das sollte funktioniert haben. Oder vielleicht auch nicht. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Was ist, wenn nicht, dann gibt's richtig Ärger. Hä? Ah, er lebt immer noch! Aber er hat den Stift hier. Nein, das hat Jimmy. Nicht funktioniert. Weißt Radieren. Du was? Ich werde dich Radieren. Anzünden. Komm mit raus. Au! Ich verwandle mich wieder. Au. Ich spüre meine ganzen Knochen nicht mehr. Hä? Ich habe ja nur noch einen Kopf. Nein, du Blödmann. Wenn du mich noch einmal wegradierst, dann gibt's mich nicht mehr und ich werde ein Geist. Hör auf damit. Ich werde dich anzünden. Genau, das werde ich machen. Dann trocknest du aus, du Doofkopf. Das schaffst du eh nicht, mich zu wegradieren. Wasser. Nein, der Doofkopf kann sich Wasser zeichnen. Hier, du Doofkopf. Ich bin ja nicht böse. Aber bitte hör auf, mich wegzuradieren, okay? Radieren! Nein! Ich werde ein Geist! Ich fliege über die ganze Stadt, Leute! Ich fliege unter... Hä? Ich habe gar keinen Fallschaden bekommen. Cool. Aber wartet mal, wie sehe ich eigentlich aus? Ich sehe aus wie ein Geist, Leute. Haha, ich bin wirklich ein Geist geworden. Irgendwie war das cool, dass ich ausradiert wurde. Na schön, ich werde denn jetzt einen Streich spielen. Und zwar werde ich überall Spinnennetze aufstellen und werde eine richtig, richtig gruselige Map machen. Haha, das wird eine Geister-Map. Und ich muss irgendeinen Weg finden, wie ich normal werden kann. Aber ich kriege das schon hin, Leute. Und dann werde ich Brexy einfach hochnehmen. Haha, und SpongeBob, darum kümmere ich mich noch. Du wirst mich nicht nochmal ausradieren, du Blödmann. Aber jetzt muss ich erstmal Geist spielen, wenn ich schon ausradiert wurde in Minecraft.
Schaut ihn euch mal an, wie süß er schläft. Braxy! Wer ist da? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Nein, nicht schon wieder. Ich mach alle Türen zu. Nein, wer ist das? Lass mich in Ruhe. Braxy hat keine Ahnung, das ist richtig cool. Ich mach deine ganzen Rüstung kaputt. Nein, ich meine Superheldenanzüge. Oh nein, jetzt haben wir auch noch den Spider-Man-Anzug kaputt gemacht. Oh, irgendwie tut mir das schon leid, Leute. Wir müssen abwarten. Wer bist du? Ich bin auf keinen Fall Jimmy. Ich bin der zackende Hackfleischer und ich werde dich zacken. Oh nein. Doch, Leute, ich werde nämlich alles kaputt machen bei ihm und dann wird er gleich hier runterfallen. Nein. Nicht, dass er... Hilfe! Nicht, dass er zu mir geht. Oh mein Gott, wir müssen uns beeilen, Leute. Oh, wie kommen wir hier raus? Oh, weg hier. Schnell zu mir. Ich muss wieder ich werden, Leute. Verdammt! Wow. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, aber ich bin wieder in meinem Körper drin, Leute. Ich hab's geschafft. Jimmy! Braxy, was ist denn los mit dir? Was willst du? Da war ein Geist bei mir und er hat alles kaputt gemacht. Oh, blöd, Mann, es gibt keine Geister. Hör auf mit dem Schwachsinn und Halloween ist erst in ein paar Tagen. Oh Mann, doch, ich hab's. Komm mit, ich zeig's dir. Wie, du zeigst das mir? Leute, Braxy hat absolut gar keine Ahnung. Haha, das ist mega lustig. Oh Mann, ich will aber auch wieder Geist sein. Meint ihr, wir können wieder uns als Geist verwandeln und... Boah, wir brauchen auf jeden Fall eine Geisterbase, Leute. Was ist denn jetzt los? Schau mal. Warum hast du eine Wand in der Tür? Das macht doch gar keinen Sinn. Eben, das war ich nicht. Das war der Geist. Ach, du willst mir nur wieder einen Streich spielen, du Blödmann. Und warum ist hier nochmal so ein Block? Mach den weg. Oh, das weiß ich doch nicht. Mann, ich muss mein Haus sicher machen vor dem blöden Geist. Hast du eigentlich ein Gerät, was Geister finden kann, Braxy? Noch nicht, aber gute Idee, ich baue eins. Nein, Leute, wir müssen uns beeilen. Wir müssen eine sichere Geisterbase machen. Ich will meine Geisterfähigkeiten nicht verlieren. Das ist voll cool, Leute. Wisst ihr was? Ich werde gleich wieder zum Geist werden. Und dann werde ich eine Geisterbase bauen. Das wird richtig cool. Aber Braxy darf davon nichts erfahren. Das heißt, ich brauche eure Hilfe, Leute. Wenn ihr mir dabei helfen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Dann schaffen wir das zusammen. Wo ist der Doofkopf hin? Oh, zumachen. Braxy! Bleib stehen, was machst du denn da? Ich baue eine Geistermaschine, einen Staubsauger, damit kann ich alle Geister aufsaugen. Meinst du wie bei Ghostbusters? Mhm, genau so. Und ich mache mich jetzt direkt dran. Nein, Leute, ihr wisst doch, Ghostbusters, die jagen die ganzen Geister und die tun die einsaugen mit so einem Staubsauger und ich will nicht in den Staubsauger rein. Okay, Braxy, ich muss da auch los. Ich muss ein paar Sachen erledigen. Viel Erfolg bei dir. Sei vorsichtig. Es gibt keine Geister, du Blödmann. Tschüss. Oh, beeilen, Leute, wir müssen uns jetzt Gedanken machen. Ich muss erst mal wieder zum Geist werden und dann werde ich einen Geisterbase bauen, eine Mini-Geisterbase. Das wird richtig cool. Richtig nice. Okay, wir sind wieder der Geist von Jimmy und ich muss mir jetzt irgendwo eine Location aussuchen, wo wir die Geisterbase bauen können. Am besten bauen wir die in der Nähe von meinem Haus, genau. So, am besten vielleicht hier daneben. Wir machen das einfach alles unsichtbar, Leute. Okay, als erstes brauche ich einen Geisterblock. Wo finde ich Geisterblöcke? Ich werde einfach Braxy fragen, der weiß, wo man sowas findet. Genau, ich werde zu ihm hingehen und als Geist reden, der soll mir das zeigen. Oh, nicht schon wieder. Wer bist du? Ich suche Geisterblöcke. Okay, Geisterblöcke. Ja, Geisterblöcke. Okay, ich geb dir ein paar, lass mich in Ruhe. Oh, cool, Leute. Danke. Und Geister gibt es wirklich. Oh, nein. Oh, los, Leute, wir müssen zurück. Wir müssen raus hier. Okay, wir haben die Geisterblöcke. Sehr gut, dann können wir jetzt schon mal unsere Geisterbase machen. Seht ihr? Wir machen hier einfach alles voller Steine hin. Zack. Oh, das wird richtig cool aussehen, Leute. Und wenn man jetzt hier durchgeht, dann kann man hier einfach durchlaufen. Das ist doch richtig cool, Leute. Das wird die beste und coolste Geisterbase, die man gesehen hat. Okay, wir müssen uns aber beeilen, weil ich glaube, der Doofkopf baut eine richtig coole Maschine.
Maschine, Leute. Und wenn er mich damit findet, dann war's das erstmal. Na schön, okay. Hier, zack, das kommt hier hin, Leute. Das kommt hier hin, so. Boah, das reicht, das sieht richtig cool aus. Und hier noch ein paar. Hä? Warum ist hier... Warte mal, warum ist hier nur die Hälfte? Das macht doch gar keinen Sinn. So, okay, wir haben schon mal das Grundfundament. Wow, als Geist kann ich ja auch fliegen. Das ist voll cool. So, dann machen wir das so. Ein bisschen steinmäßig, die ganze Form. Dass keiner Verdacht schöpft, Leute. Und innen drinne werde ich alles voller Deko machen. Das wird richtig cool. Okay, wir machen das so zu. Dann hier ein bisschen. Oh, ich werde einfach sagen, ein Asteroid ist hier eingeschlagen, Leute. Haha, wir müssen aber uns beeilen. Nicht, dass Plexi uns gleich findet. Das wäre gar nicht gut. Okay, wir haben schon mal die ganzen Wände fertig. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geisterbase am Ende aussieht, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, Leute. Weil ich glaube, das Endresultat wird euch umhauen. Okay, noch hier ein bisschen und zack. Und ich würde sagen, unsere Geisterbase, das Haus ist fertig. Und schaut mal, Leute, jetzt kann man von überall da einfach reingehen. Wir müssen aber aufpassen, Leute, das muss ein bisschen mehr aussehen wie ein Stein. Und zack, man kann hier einfach reingehen und schaut mal, boah, wie cool das aussieht. Das ist einfach ein unsichtbarer Raum. Haha, mega cool. Okay, wir müssen schauen, was Plexi macht, Leute. Boah, nicht, dass der uns gleich findet. Hä? Wo ist der Doofkopf? Ist er da bei sich zu Hause? Da springt er rum. Boah, ich muss ihn weiter ärgern, Leute. Wartet mal. Gib mir Möbel. Gib mir all deine coolen Möbel, die du hast. Lass mich in Ruhe. Ich geb dir keine Möbel. Dein Haus zerstören. Okay. Leute, ich glaube, er wird uns richtig coole Sachen geben. Beeil dich, sonst werde ich dein Haus kaputt machen. Ist ja gut. Boah, er hat mir sogar coole Stühle gegeben, Leute. Richtig cool. Und ich habe coole Tische. Gib mir... was ist das denn? Ein PC und ein Fernseher. Yippie, wir können Switch spielen. Das reicht, Braxy. Ich komme wieder. Du kannst mich nicht immer erpressen. Ich werde dich aufsaugen. Warte ab. Das wirst du nicht schaffen, du Blödmann. Leute, das macht so Spaß, Braxy zu ärgern. Wir müssen das auf jeden Fall noch mit anderen machen. Mit Hannah und mit... wir machen das auf jeden Fall mit Odi, Leute. Der hat doch vor allem Angst. Dann wird er auch von mir Angst haben. Okay, als erstes machen wir hier einen coolen Tisch hin. So, und dann kommt hier der PC hin. Der kommt daneben hin, Leute. So, und dann brauchen wir noch richtig coole Monitore. Die machen wir am besten so hin. Wartet mal, der muss weg. So, und das kommt dahin. Warum sehen die alle in eine Richtung? Das passt doch gar nicht. Aber okay. Warte mal, wir können auch was mit Tastatur nehmen. Das sieht noch besser aus. So, das kommt hier hin, das hier hin. Und jetzt die Stühle, Leute. Und hier. Zack, und jetzt kann ich alles beobachten in meiner Geisterbase, Leute. Wie cool ist das denn? Mit meinem Monitor kann ich noch Kameras anschließen. Und dann kann ich sehen, wenn zum Beispiel Braxy kommt. Und wartet mal, ich glaube, ich höre ihn sogar. Wir müssen schnell wieder normal werden. Oh, ich muss mich beeilen, Leute. Wow. Oh, raus hier. Hä? Braxy, hey, was ist los? Hast du deinen Kumpel? Was hast du denn? Was? Keine Ahnung, hier ist ein Asteroid eingeschlagen. Fass das nicht an, das ist höchst giftig, genau. Was hast du mit den ganzen Steinen vor, du Dussel? Ich will einen Betonmischer bauen und dazu brauche ich ganz viel Stein. Weil Beton macht man aus Stein. Beton hin oder her. Ich wollte dir nur sagen, dass ich fast fertig mit dem Staubsauger bin. Nein. Sauge ich den blöden Geist weg von unserer Stadt. Bist du sicher? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Was ist, wenn du aus Versehen Menschen einsaugst? Hä? Das ist nur für Geister gedacht, wirklich. Ich weiß nicht. Na schön. Auf jeden Fall muss ich jetzt mein Haus weiter dekorieren für Halloween. Wenn du irgendwas von mir willst, sag Bescheid, okay? Okay, tschüss. Tschüss, du Blödmann. Oh, du Leute, Blödmann. Das war echt knapp, ey. Ich glaube aber langsam, wenn ich so weitermache, dann merkt er das noch.
Ah, ich habe da irgendwas gehört. Was hat der Doofkopf da gemacht? Oh, wir müssen wieder ein Geist werden, Leute. Schaut mal, hätte er das angefasst, hätte er gewusst, dass man einfach hier reingehen kann. Haha, okay, ich würde sagen, ich werde wieder zum Geist. Und wisst ihr was? Ich werde noch ein paar Geistersachen machen. Mhm. Wow, Leute, schaut euch mal die fertige Base an. Die sieht doch richtig cool aus. So, es reicht mir. Ich habe meine ganzen Monitore und ich habe ein Hoverboard. Wartet mal, Leute. Ich habe Brexy gehört. Wo ist der? Wow, 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 ich werde da irgendwie angezogen davon. Nein, 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 Leute, ich muss wieder normal werden. Brexy hat wirklich ein Ghostbusters-Ding geholt, Leute. Ein Staubsauger, womit man Geister einfangen kann. Okay, ich muss wieder normal werden, Leute. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Man muss nämlich sich dreimal einfach auf die Nase tippen, Leute. Oh, wenn ihr wollt, könnt ihr mir dabei helfen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, bevor ich eingesaugt werde. Eins, zwei, drei. Hä? Wieso klappt das nicht? Hey, ich sollte jetzt eigentlich wieder normal sein. Leute, irgendwas stimmt hier nicht. 1, 2, 3, das hat doch gerade eben erst funktioniert. Nein, 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 ich darf da nicht eingezogen werden. Nicht eingezogen werden. Ich muss wieder normal werden, aber es klappt irgendwie nicht. Hilfe! Hilfe! Oh nein, wo ist denn Brexy, wenn man ihn braucht? Wo ist der Blö... Was macht der da? Oha, der kann sich überall rumteleportieren mit seiner Geist. Ich krieg dich, du blöder Geist. Brexy, Brexy, hör auf mit deinem Geisterportal. Ich höre dich. Wie gefällt dir mein Staubsauger? Nimm das. Nicht gut, ich werd angesaugt, Brexy. Ich bin's Jimmy. Hör auf damit. Jimmy? Ja, ich bin's. Brexy, du kannst mich hören, sehr gut. Hör auf mit dem Staubsauger. Ich bin Jimmy, ich bin der Geist, du Blödmann. Du hast Jimmy entführt. Nein, 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 hör auf. Brexy, mach was. Ich konnte mich wehren. Brexy, hör auf mit deiner Geister. Nerfgun, lass das jetzt gut sein. Ich will wieder normal sein, Brexy. Wie normal, du... Du, warte, das warst du die ganze Zeit, Jimmy. Oh, wow. Einfach ein, ich baue dich ein. Genau, du siehst mich zwar nicht. Bleib stehen, du Blödmann. Ich will dir nichts Böses. Ich will nur wieder Jimmy sein, bitte. Wie bist du denn zum Geist geworden? Ich weiß nicht. Ich bin aufgewacht und habe meinen Körper gesehen. Da liegt da immer noch Brexy. Deswegen hatte ich Angst, dass du mir meine Geisterbase wegnimmst. Das hat was mit deinen Meteoriten zu tun, bestimmt. Nein, 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 Brexy, bitte. Hör auf, du darfst nicht weitergehen. Hör auf. Oh, warte. Nein, 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 ich muss ihn aufhalten. Ich muss eine Mauer bauen, Leute. Das hat was mit diesem Stein zu tun, nein, hier. Nicht. Wow. Nein. Brexy, bitte, du musst mir glauben, das ist meine Base. Oh, glaub du mir hast doch. Eine geheime Base? Ja, und wenn's nicht weit aufhört, dann bin ich für immer ein Geist, Brexy, ehrlich. Wie bist du denn zum Geist geworden, du Trottel? Ich glaube, ich habe gestern was Schlechtes getrunken. Kannst du mich wieder normal machen, bitte, Brexy? Ich will kein Geist mehr sein. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Oh, verdammt. Warte, was ist... Wow! Wow, ich sehe dich! Siehst du mich? Ehrlich? Ja! Oh, sehr gut, okay. Okay, das heißt, du siehst mich schon mal. Das ist gut, dann lass mal hier weg. Okay, Brexy, wir machen jetzt Folgendes. Du, sorgst... Oh, verdammt, nein, 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 jetzt sieht er mich wieder nicht. Du sorgst dafür, dass ich wieder normal werde. Okay, Brexy? Aber wie? Was hast du denn gegessen? Das war was Grünes. Irgendwas Grünes von Schleimi, von seinem Haus, weil er so lange nicht mehr da war. Was Grünes? Ja, das war so ein Apfel oder so. Keine Ahnung, ob der reif war. Aber bitte, Brexy, ich will kein Geist mehr sein. Boah, das ist gruselig, Leute. Lass uns mal zu seinem Haus gehen. Na schön. Oh, Leute, Schleimi war doch schon seit 30 Jahren nicht mehr in seinem Haus. Und ich war da gestern und habe so einen grünen Apfel gegessen, weil ich dachte, der schmeckt lecker. Brexy, weißt du was über grüne Äpfel? Nein, 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 nein. Komm schon, hier muss doch irgendein Hinweis sein, Leute. Ihr müsst mir helfen suchen. Ich muss hier bestimmt irgendwas finden. Hier, ich hab was. Wo? Gib her, gib her, gib her. Das ist ein goldener Apfel. Vielleicht muss ich den essen, damit ich wieder normal werde, Brexy. Dann mach. Ich mach. 1, 2, 3. Oh, essen, essen, essen. Komm, 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 komm. Ich mach mich wieder normal. 3, 2, 1. Oh, Essen. Oh, ah. Brexy? Jimmy, wo bist du? Brexy, du Doofkopf, ich bin hier.
Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Vor dir. Ich bin genau vor dir. Sehe mich doch selber wieder. Ich sehe sogar meine Hand und so. Ich glaube, Jimmy ist für immer verschwunden. Oh nein, ich glaube, Braxy kann mich reingelegt. Nicht. Ach, du bist blöd, Braxy. Oh, was wäre, wenn ich wirklich jetzt für immer ein Geist wäre, hä? Das wäre halt deine Schuld. Warum isst du denn etwas? Das ist gar nicht meine Schuld gewesen. Ich wollte das nur essen, weil Niki mir davon erzählt hat. Aber jetzt habe ich eine Geisterbase, Braxy. Das ist richtig cool. Und ich habe noch das Geisterhaube. Ach man, der ist alle gegangen. Verdammt. Na, du Doofkopf. Darf ich mit in deine Geisterbase? Ja, komm mit. Wir können richtig coole Sachen machen. Aber erstmal müssen wir die ganzen Sachen hier wegmachen. Das sieht total doof aus jetzt hier. Warte, ich helfe dir dabei. Oh. Weg damit. So, Leute. Und das ist meine fertige Geisterbase. Und jetzt werde ich zusammen mit meinem besten Freund Braxy meine Zeit genießen hier. Oh, das wird richtig cool. Und wenn ihr auch mal ein Geist sein wollt, Leute, dann müsst ihr auf jeden Fall abonnieren. Stimmt's, Braxy? Das stimmt. Und du versprichst mir, dass du mich nie wieder einsaugst mit deinem komischen Staubsauger? Nein, du hast selber Schuld gehabt. Habe ich gar nicht. Du hättest von Anfang an auf mich hören sollen, du Blödmann. Oh Mann. Wir sehen uns noch die Tage. Aber die Geisterbase gehört mir. Mach's gut, Braxy. Tschüss. Tschüss. Leute, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen.